Freunde, weiter geht's mit Two Point Campus. So, wir haben ja bald hier, naja, bald ist gut, dauert noch eine ganze Weile, bis wir jetzt hier die ganzen Grundstücke fertig haben, aber ich bin ganz optimistisch. Als nächstes sollten wir uns aber trotzdem nochmal drum kümmern, eine weitere Psychiatrie hier mit reinzubauen. Die Station hatten wir jetzt hier. Gipsgießer haben wir jetzt auch hier fertig gehabt. Das ist sehr schön, das sieht doch aber ganz gut aus. Ja, beim Rest müssen wir uns mal angucken, inwieweit wir vorankommen. Ich würde ja gerne das hier einfach kopieren, das Zimmer. Oder das hier. Aber das kostet alles wahrscheinlich Unmengen an Geld. Ja, 100.000 haben wir nicht. This is death. Neues Projekt starten können wir nicht, aber wir haben ja 22.000 bekommen. Können wir dann das jetzt? Nee, können wir immer noch nicht. Nee, schade. Schade, schade, Marmelade, das geht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Aber gut. Bin optimistisch, dass wir das hinkriegen. Ganz optimistisch. Wie gesagt, Geld würde ich jetzt noch ein bisschen sparen. Und wir können uns aber überlegen. Wie viel kommen denn jetzt in der nächsten 110? Ja, dauert alles noch so ein bisschen. Mann, das ist doof. Ist doof. Ja, ich würde gerne den hier kopieren. Aber nicht mit 99.000, das dauert noch zu lange. Wir nehmen erstmal den Bereich hier, den ich gerne freischalten würde. Zimmer können wir immer noch nicht kopieren. Gewinnen. Ja, sieht ja wenigstens ganz gut aus. 31.000. Finde ich ganz gut. Ein neues Forschungsprojekt können wir aber noch nicht starten. Das ist doof. Die Eindringlinge sind jetzt da. Ich sag ja, wir müssen jetzt hier noch eine weitere Psychiatrie bauen. Aber wir haben kein Geld. Also nicht ausreichend. Ich will den gerne kopieren. Ich will gar nicht neu bauen. Das ist das, was ich jetzt habe. Und wir brauchen auf jeden Fall auch einen. Na komm, das machen wir mal gleich. Ein Personalraum hier. Zack. So. Wir müssen uns auf jeden Fall auch um die Hitze hier kümmern. Das machen wir mal auch gleich. Zack. Dann können wir da eigentlich auch gleich Mülleimer und so weiter hinpacken. Wie ich höre. Mülleimer, einmal hier für die angehenden Eierköpfe und einmal da. Des Zack. Die Tore geöffnet. Sieht ganz gut aus. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass Sehr ich schön. Von neuen Universitäten halte, Dann. Einfach nicht alt und dementsprechend nicht gut genug sind. Ja, jetzt brauchen wir trotzdem immer noch das Geld. So Oh, hier unten zieht aber hätte sie es schon viel länger lange Schlange. Logik, werte Studenten. Müssen wir uns auch auf jeden Aber Fall noch mit sicher beschäftigen. können Hier könnte man noch ein paar Fenster sie mit reinmachen, sehe ich jetzt gerade. Sieht ja total einsam aus hier. Ihr wisst, was zu tun ist. So. Besser. Attraktivität ist jetzt hoffentlich da höher. Ja. Hier den Bereich, da können wir eigentlich auch eine riesige lange Fensterfront machen. Warum haben wir das noch nicht gemacht? Wahrscheinlich, weil wir noch nicht die Zeit dafür hatten. So. Und? Besser, guckt euch das an. So muss das aussehen. Da freut sich die Rin. Sehr schön. Minus. Gottes Willen. Wir machen Verluste. Das gefällt mir nicht. Könnt ein neues Projekt starten? Noch nicht. Wir müssen es noch generieren. Mann, Kinder, also ich will doch nur Geld haben. Bitte. Bitte gib mir Geld. Bitte. Wir wollen nur Geld haben. Nichts weiter. Aber ich höre auch nur diesen Ton, dass Patienten sterben. Und das ist schlecht. Absolut. Absolut schlecht. Ach komm schon, ich will ein neues Projekt starten. Ey, jetzt wurmt mich das gerade ein bisschen alles hier. Wir können hier nicht weitermachen. Wir können nicht einfach kopieren.
möchte aber. Ich möchte so gerne das da rein. In der Herausforderung, wir sollen 100.000 verdienen. Das sollte ja nicht so ein Problem sein eigentlich. Eigentlich. Na gut, eigentlich sollte vieles hier nicht das Problem sein und trotzdem ist es. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Ja, wir haben so einen hohen ERF-Bonus. Die lernen sich hier die Plauze vor. Na gut, hier unten jetzt nicht gerade. Ich könnte mich hier auch eine Psychiatrie mit reinbringen, aber ich glaube, das passt so von der Masse her nicht. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie mit rein. Oder wir machen da Schlafseele. Das wäre auch noch eine gute Idee. Machen wir da lieber Schlafseele. Aber wir brauchen so oder so, brauchen wir irgendwie hier noch ein paar... Moneten. Wir können immer noch kein neues Projekt starten. Unser Forscher ist verschwunden. Die Pappnase macht auch nichts. Gut, Inselherausforderung haben wir gleich geschafft. Wenigstens etwas. Aber das Geld. Das liebe Geld. Neues Forschungsprojekt. Jetzt aber. Preis der Gesundheit. Starten. Ja, wie gesagt, sind viele hier, die in diesen Warteschlangen festsitzen, so rum. Bewerber kommt, aber es bringt nichts. Wir kommen irgendwie nicht um diese 80.000, also mehr als diese 80.000 kriegen wir irgendwie nicht. Wir brauchen aber knapp 100.000, damit wir dann wirklich eine neue Psychiatrie bauen können. Universität eröffnet zu werden, ein Umstand, der mir Rätsel aufgibt. Dennoch scheint es angebracht. 87.000 kommt langsam hin. Einrichtung für Spielspaß und ein bisschen Lernen. Und lasst uns nun, ja, der Rest, es dümpelt hier alles so vor sich hin. Dieses Gefühl, das früher auf irgendeinem, das ist auch ein Thema. Es dümpelt einfach nur so vor sich hin, nichts, nicht schnell, nicht langsam. Dieses Gefühl. Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Gut möglich. Wir könnten ein bisschen schneller spielen, damit wir dann die monetären Mittel kriegen. Hier. Damit wir einfach den Raum kopieren können. 2000 Gewinn, ey, das ist nix. Das ist absolut nix. Inselsegen erhalten. Und ansonsten eher schlecht gerade. Jasmine Odyssey Konzert, ey. 15.000 sind dann wieder weg. Nee, komm. Kinders, das können wir nicht machen. Wir krepeln hier so rum, dass wir auch gerade uns mal so das hier vom Mund absparen können. Nee, das tut mir leid. Ich bin ja echt normalerweise, komm, hau raus und so weiter. Aber Mann, wir brauchen andere Sachen. Wir müssen das jetzt endlich fertig kriegen. Die Psychiatrie. Die ich ja schon, wie gesagt, überlege, damit reinzusetzen. Nee, wir machen es anders. Wahrscheinlich wird das so oder so nicht passen, deswegen ich muss eigentlich bauen. Wir bauen die Psychiatrie selber. So. Hier wird jetzt nicht sonderlich groß sein. Machen wir erstmal Fenster rein. Hier hinten wollten wir ja weitermachen. Da können wir dann schauen, dass wir dann sie noch vergrößern. Aber erstmal bauen wir sie so hin. So. Einmal. Zweimal. Objekt bereits platziert. Okay. Dann, das geht nicht. Ja. Können
die nicht nah beieinander stellen? Na, das ist ja ein Schlons hier. Na gut. Da müssen wir sie wirklich selber separat zusammenführen. Oh Gott. Was habe ich getan? Ja, machen wir das so. Sehr schön. Und dann kommt hier ein Tischchen hin. Okay, das geht nicht. Das heißt, wir müssen hier umbauen. Das machen wir mal so. Zack. Wir konnten doch hier, oder wir hatten doch hier diesen Teppich. Genau, den hätte ich gerne. Den möchte ich gerne hier mit reinbringen. So. Und dann werden wir uns hier einmal, zweimal, dreimal und dann noch ein viertes. So, das sieht gut aus. Ich hoffe, der kopiert mir jetzt auch wirklich den, den ich haben will. Natürlich nicht. Also nochmal von vorne. Oder ich gehe rückwärts. Nee. Mein innerer Monk schreit gerade wieder. So, dann einmal. Zweimal. Dreimal. Und das vierte Mal. Zack, reicht das? Haben wir? Wir müssten dieses Grundstück jetzt haben. Weil wir haben jetzt hier Warnungsvermögen 42%. Sehr schön. Aber warum auch immer hat er den Teppich wieder nicht übernommen. Mann. Die Klimaanlage haben wir auch noch nicht drin. Muss ich auf jeden Fall auch noch mit reinbringen. Zack. Das sollte jetzt passen. Können wir sogar noch hier eine weitere Kommode hinpacken. So. Attraktivität. Naja, hier hinten ist noch einiges, was noch nicht ganz so hübsch ist. So. Jetzt sollte das aber... Das passt. Sehr schön. Wir brauchen noch einen Mediziner. Ja. Wahrscheinlich können wir uns den nicht leisten. Den nehmen wir weg. Nee, können wir uns nicht leisten. Nicht mal einen einfachen Mediziner können wir uns leisten. Okay, das heißt erstmal Geld uns besorgen. Aber wir haben wenigstens wieder ein Grundstück hier hinten. Die Koffer, die unweigerlich von der Gepäck... Schon mal ein Anfang. Heutzutage fehlt bei der Nutzung des Schienenverkehrs... Dann, was können wir als nächstes? Campus Stufe 25. Das machen wir schon. Eine große Freude, tunlichst andere Fahrgäste zu ignorieren. Schön, in der Stufe 16 machen wir auch schon. Bringe 5 Mitarbeiter durch Weiterbildung auf Stufe 7. Nehmen wir mal. Jasmine Odyssey ist zu teuer, immer noch. So. Jetzt. Wir haben Minus. Wir sind im Minus. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen weiteren Dozenten in Medizin. Forschung haben wir. Dann gucken wir mal Medizin. Kriegt ständig Durst, kriegt ständig Hunger. Toilettenkopf sinkt schneller, um Gottes Willen. Bewegt sich langsamer. Lässt Müll fallen, hervorragende Körperhygiene. Na, dann bleibt ja nur noch der junge Mann hier übrig. Zack. So, und du? Keine Nachhilfe, keine Forschung, nur Patientenbehandlung. Top annehmen. Und dann werden wir dich auch gleich noch mit inspirierenden Reden. Nicht Pause.
Weiterbildung. Inspirierenden Reden. Zack. Weiterbildung starten. Gut. Dann haben wir wieder jemanden. Und jetzt müssten wir eigentlich von Typ Dozenten die Leute hochkriegen. Wir probieren es mal. Wir werden erstmal einen versuchen, jetzt hier weiterzubilden. So. Zack. Einmal den. Dich möchte ich eigentlich auch noch weiterbilden. Dich möchte ich noch weiterbilden. Und dann nehmen wir jetzt irgendeinen. Ja, zack. Weiterbildung starten. Super. So, damit haben wir jetzt also 7 in der Medizin. Ist das korrekt? Können wir mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doch richtig. Alle checken. Okay. Du willst dir eine Stange Geld verdienen? Na, schauen wir mal. Also auf jeden Fall haben wir jetzt die ganzen Warteschlangen hier extrem reduziert. Das finde ich gut. Nur mit 40% weniger gesättigten Fettsäuren. Aber wir müssen uns auf jeden Fall um andere Sachen noch kümmern. Neues Forschungsprojekt. Das werden wir mal hier bearbeiten, das Gebäude. So, oh Gott, jetzt wackelt's echt. Die Inselausforderung haben wir nicht bestanden. Schade. Aber gut. Hier hinten könnten wir rein theoretisch das... Nee, lass mal nicht. Wir machen hier wirklich voll. So. Zack. Gebäude noch mit. Erweitert. Und hier möchte ich gerne, dass alle Zimmer das gleiche Aussehen haben bei der Psychiatrie, weil hier hinten ist es nämlich nicht gewesen. Sehr schön. Nehmen wir an. Jasmine Odyssey abgelehnt. Ich will jetzt kein Konzert hier haben. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken bei der Temperatur. Das war... Das ist jetzt so heiß wegen der Klima... wegen der Feuer hier. Aber wir können ja jetzt schon mal hier Klima mit reinbringen. Zack. Einmal. Zweimal. So. Das haben wir. Monatlicher Gewinn ist ganz okay. Kann man mal machen. Und dann auch noch Fenster hier bitte. Zack und zack. So. Das haben wir. Wir können... Ne, kann man nicht. Aber Studenten der Stufe 16 sind wir ja schon mal ein bisschen weiter. Bilanz. Monatlicher Gewinn ist 7000, nur das ist nichts. Wir brauchen mehr Studenten. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur falls ihr es nicht bemerkt habt. Auszeichnung. Weiter. 96% Prüfungsnotendurchschnitt, das ist top. Herzblatt haben wir. Club Royal haben wir. Aufstrebender Mitarbeiter, auch schon mal gut. Forschungsbeitrag, Dozent des Jahres, Campus des Jahres. Sehr schön. Aber Minus. Das ist schlecht. Wir können keinen Studiengang aufbessern. Wir müssen jetzt mit dem leben, was wir haben. Folgejahr starten. Ich bin kürzlich in die Tage meiner Jugend zurückversetzt, nachdem ich mich unabsichtlich im Wäscheschrank eingeschlossen hatte und dort buchstäblich über meine alten Tennisplätze gestolpert war. Wie lange ist es Wir müssen ja unbedingt noch unseren Zeit im Tennisteam der Universität entsandt.
unsere Dozenten hier hochkriegen. Da startet man auch eine Weiterbildung. Böse Zungen behaupten allerdings, das habe eher an wir gucken mal, dass wir jetzt die Stufe 7 hier von unseren Dozenten hinkriegen. Die werden uns wahrscheinlich jetzt dann extrem viel kosten, aber wir probieren es mal dann mit der Stufe 7, sollten wir es ja hinkriegen, dann auch die Mitarbeiter, die Patienten hier hinten hintereinander wegzuheilen. Das ist jetzt die Hoffnung, die ich noch habe. Gesundheitsinspektion, ja, kommt vorbei. Wir brauchen jeden Euro, Dollar, Penny, whatever. So. Hier unten werden wir mal noch ein bisschen was verschönern. Hier haben wir ja noch gar nichts drin. Das werden wir jetzt ändern. Möchte gerne Bänke haben. Monatlicher Gewinn, habe ich da gerade schon wieder Minus gesehen? Ja, 103 Dollar. Oh Gottchen. Minus ist echt nicht gut. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass das noch besser wird. Aber gerade sinkt die ein wenig, warum auch immer. Also jedenfalls meine Hoffnung. So. Zack. Essen, trinken. Sollten wir vielleicht auch noch mit reinbringen. So, einmal hier. Was zur Unterhaltung. Und dann können wir hier sogar noch einen Automaten irgendwie noch mit unterbringen. Bilanz besser. Tag der offenen Tür, nehmen wir mit. Gesundheitsinspektion anscheinend nicht ganz so gut verlaufen, aber gut. Soll uns jetzt erstmal weniger tangieren. Machen wir hier ein Buffet hin. Und einen Automaten. So. Alles einmal da, was man so braucht. Wo wir könnten hier hinten, da machen wir mal einen Fragetischenautomaten hin. Energie. So. Piratenwette ist da. Wo kommen sie? Lockschädel und die machen was? Bumstherapie. Gut, das wird jetzt eigentlich passen. Monatlicher Gewinn. Schlecht. Minus 2.500 Kinders. Ihr macht mich wahnsinnig. Warum sind hölzerne Tennisschuhe? Ihr macht mich wahnsinnig. Neues Forschungsprojekt. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall. Wir brauchen ja das Geld. Sondern auch ein akustisches Vergnügen. Und weitere 3 Bewerber für unsere Studiengänge. Sehr gut, wir brauchen Bewerber, Bewerber, Bewerber. Viel, viel mehr. Wir brauchen da definitiv viel, viel mehr. Wir gehen nochmal in unsere Weiterbildung rein. Der ist noch auf Stufe 4 und der soll noch auf Stufe 3. Ja, der Rest, die ist erstmal für mich persönlich egal. Ich möchte vor allen Dingen diese beiden halt weiterbilden. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. Wie gesagt, der Rest soll erstmal Wurst sein. Ich möchte erstmal die 2 haben. Also einmal Medizin, einmal halt unsere Pflege. Und wenn die dann beide auf Stufe 7 sind, gucken wir uns dann die nächsten an. Nur dafür müssen wir jetzt erstmal hier auch wieder ein bisschen auf den grünen 2 kommen. So, wir können dann ein bisschen verschönern hier. Nebenbei, die Gänge, also hier alles drumherum, das ist noch überhaupt, das ist noch gar nichts, wie ich jetzt gerade sehe. Wir haben ja noch überhaupt nichts Wunderschönes gemacht. Na, hier sieht's auch, also, naja. Hier, der Gang ist auch überhaupt nicht schön. Hier haben wir jetzt ein bisschen angefangen. Ja, da müssen wir schauen, dass wir das noch machen, aber ja, guck, wir richten jetzt mal das Event ein.
Damit sie jetzt mal ihre Ruhe geben. Zack. Und dann wird das hoffentlich. Aber wir machen gerade nicht wirklich Plus. Und das gefällt mir nicht. -7000. Wir können ja mal gucken, was ist, wenn wir jetzt hier die 15 Patienten hintereinander versuchen zu heilen. Schaffen wir es vielleicht mittlerweile sogar? Schwierig. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Ja, und schon den ersten. Verkackt, sag ich jetzt mal. Aber wenigstens kriegen wir einen Schatz. Ich finde das Level sehr, sehr schwierig. Wir haben ein bisschen Plus gemacht. Also schwierig nicht in dem Sinn, dass es Hardcore ist, sondern einfach, es nimmt ein bisschen die Motivation raus. Das ist es jetzt gerade. Wie viele meiner treuen Zuhörer sicher wissen, und das wurmt mich auch, dass es so zäh ist. Ein paar Brocks oder auch Halbschuhe, wenn ich mich besonders mutig fühle. Wir könnten jetzt wahrscheinlich gerade das Grundstück 26 kriegen, wenn wir so weitermachen. Mit den 15 Patienten heilen. Einem Lokal namens Schubidoo ersetzt worden war. Angesichts der lächerlichen Auswahl dort, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus mit den Patienten. Wir waren bei 14. Okay. Wir waren jetzt bei 14 hier. Fies. Fiese Nummer. Absolut fiese Nummer. Wir waren hier bei 14. Aber gut. Wir werden das hinkriegen. Wir werden weiter fleißig hier arbeiten. Wir werden jetzt auf jeden Fall schön viel Dekoration in der nächsten Folge machen. Das ist das, was ich jetzt machen möchte. Dekoration, Dekoration, Dekoration. Wir werden auch noch mal ein paar Fressstände vielleicht aufbauen. Irgendwas kriegen wir jetzt hier auf jeden Fall schon hin. Und Weiterbildung. Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Weil ansonsten sehe ich jetzt hier eher schwarz bei den ganzen Sachen. Und wir brauchen auf jeden Fall mehr Studien, mehr Leute, mehr Studenten, so rum. Ja, wird interessant werden. Also wir werden jetzt viel noch mit Dekoration arbeiten, dass wir da vorankommen und noch so ein paar kleine Sachen hier bauen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir stehen wieder hier, kurz vor 6, bei dem Grundstück 26. Und? Na komm, ein Patienten noch. Grundstück 26 wenigstens freigeschaltet. Sehr schön. Ihr monatlicher Gewinn minus 61. Da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Da werden wir nicht drum herum kommen. Ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, was wir jetzt hier noch anfangen können. Naja, mehr Mitarbeiter der Stufe 7 Dozenten. Naja, komm, wir versuchen es mit denen hier. Mit Stufe 25, weil ansonsten müssen wir gucken, wie wir vorankommen. Es ist sehr lang gezogen. Und die Motivation ist Gott sei Dank noch da, auch wenn sie sinkt. Aber es ist schwierig. Gut, aber wir haben jetzt erstmal das Schlimmste, finde ich persönlich, das mit dem 15 Patienten hintereinander heilen, haben wir geschafft. Das ist schon mal ein Anfang. Wir haben wieder drei weitere Studenten fürs nächste Studienjahr. Wir sind jetzt bei 108. Wir brauchen aber noch mehr. Wir müssen irgendwie die Studienpunkte kriegen. Das kriegen wir, indem wir dann hier mit dem Campusstufen arbeiten. Kriegen wir auf jeden Fall alles noch gebacken. Aber halt unser monatlicher Gewinn sinkt. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch was tun.
Ich hoffe, beim nächsten Mal schaltet ihr trotzdem ein. Abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Und wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao.